Ja, die Leute fragen mich immer, Reini, wie geht's dir jetzt mit dem Abnehmen? Wie geht's dir mit dem Fitwerden? Und wenn du die Antwort darauf willst, und es geht mir gar nicht mal so schlecht, zumindest beim Fitwerden, aber eigentlich auch gar nicht beim Abnehmen oder besser gesagt beim Nicht-Zunehmen. Wenn du das wissen willst, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Die fragen immer wieder, ja, wie geht's da? Also, fangen wir mal beim Abnehmen an. Also beim Abnehmen, da geht's mir nicht gut, ja? Aber auch nicht schlecht. Was bedeutet das? Obwohl ich mich beim Essen nicht zurückhalte, obwohl ich zum Beispiel jetzt, wo es so heiß ist, sehr gern so Eis und so Sachen esse, ich nehme Gott sei Dank nicht zu. Und das liegt wahrscheinlich an der anderen Geschichte, da komme ich gleich dazu, wo es mir sehr gut geht. Aber ich nehme nicht zu, aber ich nehme auch nicht ab. Und das ist das Gute, mal fürs Erste. Aber da müssen wir noch ein bisschen tunen, da komme ich gleich dazu. Das andere ist das Trainingsprogramm vom OWE. Das mache ich immer noch, das funktioniert sehr gut, das mache ich nebenbei. Wenn ich zum Beispiel jetzt Video mache, heute nicht, weil es ist zu heiß und ich habe zu lange Video gemacht und die Kinder warten schon, aber wenn ich jetzt dann am Vormittag ein Video mache, dann mache ich meine Übungen, ich mache meine Dehnübungen, das ist großartig. Zum Beispiel gestern waren wir wandern oder lange auch spazieren und herumgehen und sowieso und überhaupt, aber eine Wanderung macht. Und normalerweise tut mir mein rechtes Knie relativ rasch weh. Und das ist einmal besser gewesen. Aber es hat mir dann, es ist dann so richtig höllisch, es pocht richtig. Und da habe ich die Übung vom OWE gemacht, diese Dehnungsübungen. Einerseits einmal das nach hinten und dann eben auch am Boden. Und der Schmerz hat innerhalb kürzester Zeit nachgelassen und ich hatte dann Ruhe damit. Ja. Der Tobias hat immer wieder mal ein bisschen warten müssen, war eh okay und alles war gut. So, das heißt, diese Sache funktioniert sehr gut. Training, ich fühle mich fitter, ich fühle mich frischer, das ist einmal super. Aber das mit dem Abnehmen, das haut noch nicht so hin, wie man auch sieht. Aber ich nehme Gott sei Dank nicht zu und es ist wirklich nicht schlecht. Und ich habe mit dem OWE sehr lange darüber gesprochen und es ist halt so, dass ich einen inneren Schweinehund habe, den ich normalerweise sehr gut überwinden kann. Ich habe so, ich bin jetzt der Meinung, dass ich sehr konsequent arbeite, aber ich habe auch noch eine gewisse Energie zur Verfügung. Und diese Energie läuft halt in meine Unternehmung hinein. Gemeinsam mit meinen Mitarbeitern bringen wir hier sehr viel voran. Super, aber es bleibt mir halt dann immer wenig Zeit, Gewohnheiten aufzubauen, die mein Essen verändern würden. Und das ist nämlich der Punkt. Die Gewohnheit, dass ich immer wieder trainiere, die habe ich jetzt und das funktioniert sehr gut. Und da bin ich auch zufrieden. Ich bin ja auch nicht vor einem Tag am anderen unfit worden oder blatt worden, sondern jetzt muss ich mir halt wieder antasten. Und das funktioniert großartig. Aber beim Essen, es ist einfach schwierig. Es ist einfach schwierig für mich. Und es ist diese Regelmäßigkeit, diese Gewohnheit fehlt, dass ich eine Gewohnheit draus mache. Und der OWE sagt, der ja persönlich Personal Trainer ist und ja auch Leute vor Ort, der ist in Oberösterreich ansässig, betreut, sagt, das Thema beim Personal Training ist, dass man halt immer und immer wieder kontinuierlich, stetiger Tropfen hüllt den Stein, miteinander arbeitet. Und es ist einfach so, er sitzt in Oberösterreich, ich sitze in Niederösterreich, ich habe viel zu tun, er auch viel zu tun und dann treffen wir uns einfach nicht und dann funktioniert es nicht. Und daher hat er gesagt, wir müssen da etwas ändern. Wir müssen etwas ändern, weil der Reini, das kann so nicht sein, du kannst nicht ewig der dicke, glatzköpfige Österreicher sein. Du sollst der glatzköpfige, dicke Österreicher sein. Und da hat er natürlich recht. Und er hat jetzt eine Idee gehabt und die haben wir jetzt umgesetzt. Und zwar, dass wir, er nennt es The Primal Body Transformation. Das muss immer einen englischen Namen haben. Aber es heißt im Endeffekt, der OWE basiert ja auf steinzeitlicher und urzeitlicher Methodik vom Training und auch von der Ernährung. Und das heißt nicht, dass man Paleo fressen muss, überhaupt nicht, sondern er schaut sich an, wie Menschen früher gelebt haben und was das bedeutet hat auf die Ernährung und wie leben wir heute. Und diese Differenz, das ist ja auch in dem Buch, es liegt in deiner Natur zum Beispiel, sehr schön herausgekommen. Als Beispiel, zuerst arbeiten, zuerst trainieren, zuerst anstrengen und dann essen. Ja, das ist heute, naja, machen wir mal zuerst einmal ein Frühstück und dann tun wir noch einen Kuchen hinterher essen und noch einen Kaffee mit Cappuccino und Schokostreudel drauf und dann gehen wir mal arbeiten und da, was arbeiten wir dann? Dann sitzen wir herum und tun irgendwas. Also, oder stehen vor einer Kamera und das ist auch nicht anstrengend. Ja, vielleicht im Kopf, aber nicht in den Füßen. Und das ist der Punkt. Und hier sagt er, es braucht die stetige Betreuung, Reini. Ich muss immer und immer wieder und das am besten in einem wöchentlichen Takt, weil, das habe ich nämlich auch gelernt, ich mache Survival-Trainer-Ausbildung, Survival-Coach-Ausbildung und die Leute sind fantastisch. Also wenn du da dabei bist, ich nenne jetzt keinen Namen, weil ich nicht die Erlaubnis habe, liebe Leute, ihr seid großartig. Eure Ergebnisse sind großartig und zwar, weil wir jede Woche uns in einem Zoom-Call treffen und die aktuellen Themen durchgeben. Da kriege ich das Feedback, ich gebe wiederum Feedback zurück. Die Leute kriegen die Infos, die sie brauchen und machen weiter und es wird ihnen zu einer Gewohnheit und die Ergebnisse sind großartig. Wie schnell die Leute von Null auf Feuer bohren sind, ist abartig.
Und das habe ich in Owe erzählt und gesagt, okay, gut, nein, wir machen das genauso. Und bei dieser Primal Body Transformation ist es genau dasselbe Prinzip. Einmal die Woche haben wir einen Call, und zwar einen Gruppencall. Und das beginnt jetzt am 17. Juli, da bin ich auch dabei, ich bin Fixstarter, yay! Yeah. Ja, sind eh schon andere auch, aber ich bin Fixstarter, bin auf jeden Fall dabei, ab 17. Juli. Und da ist es jetzt so, dass wir uns einmal die Woche, es ist am Donnerstag um 20 Uhr, einen Zoom-Call machen und die Themen besprechen. Nämlich die individuellen Themen, die jeder hat, die auch teilweise vielleicht ein bisschen gleich sind. Innerer Schweinehund, man bemüht sich, man hat viel ausprobiert, dann hat es funktioniert, aber auch irgendwie nicht, und dann hat man einen Rückschlag gekriegt und dann hat einen nicht mehr... Kennst du ja. Aber was sind die Themen, die wir da besprechen? Und zwar, der Owe hat ja einen richtig schönen Kurs zusammengebaut, wie man ernährungstechnisch bezogen auf die Urzeit, bezogen auf die Steinzeit, auf ein natürliches Leben da draußen in der Wildnis, Ernährung aufbaut. Und das heißt nicht, dass man keine Schokolade mehr essen darf, sondern man muss ihn zur richtigen Zeit essen, zum Beispiel. Und die ist bei jedem ein bisschen anders, einerseits, weil es davon abhängt, wie man körperlich einerseits gefordert ist, wie man gefordert ist, wann man wie was tun soll. Und das hat er in einem schönen Online-Kurs Schritt für Schritt zusammengebracht. Aber das Problem bei den Online-Kursen, die weiß ich ja selber auch, die sind großartig und da lernen, nehmen die Leute auch viel mit, aber es fehlt diese persönliche Betreuung, das in den Hintern treten und das, was man lernt und sich anschaut, und man hat beim Owe zum Beispiel, hast du Wochen, Lektionen, schaust da an, dauert 15, 20 Minuten und schaust du das an und weißt, okay, das ist jetzt zu tun, das ist meine Aufgabe, das mache ich jetzt, ja. Er beschreibt dir dann in weiteren Lektionen, die du dir anschauen kannst, was das bedeutet. Und dann hast du aber Fragen und sagst, okay, ja, aber bei mir ist das halt so und so und so, wie kann ich das jetzt in mein Leben integrieren, ja? Wie schaffe ich das jetzt? Und Owe hat dann die Lösung und bespricht das in der Gruppe. Und das ist schön, weil wir das alle hören. Das weiß ich ja bei meinen, wo ich der Chef in der Gruppe bin, ja auch. Der eine sagt was und stellt eine Frage, die ich nie gestellt hätte, die aber eine Antwort vom Coach, vom Trainer, vom Berater gibt, wo ich dann sage, aha, ja, warte mal, stimmt, das betrifft mich ja eigentlich auch, nur wusste ich es noch gar nicht. Und daher ist diese Gruppendynamik extrem cool. Anonymer Alkoholiker. Hallo, hallo, ich bin Reini, ich wiege 105 Kilo und esse so gern Schokolade. Hallo Reini! Und genau das ist das Prinzip dahinter, auf digitaler Basis, und ich bin mir sicher, dass das großartig funktioniert. Also, jetzt habe ich viel erzählt. Nummer 1, wenn dich das interessiert, das Thema, und du am 17. Juli 2021 dabei sein willst, beim Starten gemeinsam, ich bin dort auch Teilnehmer, ich freue mich schon auf jeden Fall, dann klick unten auf den Link, schau dir das an, da kriegst du alle Informationen, und das macht der Owe und bespricht das mit dem Owe. Schau auch, wenn du sagst, naja, ich bin immer sicher, ist der Owe überhaupt cool, dann geh wieder auch unten den Link auf seinen YouTube-Kanal, schau dort rein, dort gibt er schon sehr, sehr viele Tipps, sehr viele Leute freuen sich darüber, er hat über Zucker etwas gemacht, jetzt aktuell ein Video über, wie man sein Gewicht im Sommer halten kann, denn auch das kann bei den vielen Eisbomben, und ich weiß das selber auch gar nicht mal so einfach, ja, schau dir auch das an. Wenn dich das anspricht, wenn du sagst, okay, Reini, ich wollte eigentlich, dass du ein Messer in die Kamera hältst, dann sag ich, ja, ich hätte da was, aber das schau dir anders mal an. Aber wenn dich das interessiert, einerseits deine Ernährung in den Griff zu bekommen, dein Gewicht zu regulieren, und wenn du jemanden brauchst, der dir in den Arsch tritt und deine Fragen beantwortet, dann bist du beim Owe richtig. Schau unten vorbei, schau dir das an, und ich hoffe, wir sehen uns am 17. Juli. So, das war's jetzt. Die billigste Eigenwerbung, die es überhaupt gibt auf dieser Welt, oder? Waldo Labbate natürlich auch. Morgen gibt es wieder ein Video zur Ausrüstung, aber wie gesagt, wenn man keinen fitten, drahtigen Körper hat, hilft die beste Ausrüstung nichts beim Überleben oder beim Bushcraften, oder es macht einfach weniger Spaß, und das weiß ich selber auch. Abo dalassen, Daumen nach oben oder nach unten, schau beim Obi vorbei, entweder bei der Primal Body Transformation ab 17. Juli oder auf deinem YouTube-Kanal. Das war's jetzt, dein Reini Rossmann, bis bald und ciao, ciao.